Hauteclair für Lightning. Ich zeige euch noch, wofür das, was das überhaupt ist. Nicht zu schocken. Das hatten wir auch für Sales irgendwann mal, glaube ich. Ihr könnt den Gegner nicht schocken. Und das will ja keiner. Auch wenn bei drei Charakteren einer das nicht kann, ist ja nicht so schlimm. Das Richtige haben wir noch immer. Ich habe gedacht, ich krieg den noch. Den Präventivstab. Und man hat das auch gerade gemerkt. Venil hat nur vier. Nee, Venil hat auch fünf Balken, oder? Weiß nicht. Aber wenn jemand vier oder fünf Balken hat, dann merkt man den. Merkt man eigentlich kaum einen Unterschied, wenn beim Aufladen des Balkens am Anfang. Zum Beispiel die Zeit, wie lange es braucht am Anfang, um aufzuladen. Wow, drei Sterne, sag ich doch. Zeit, ihr bekommt nicht sehr viel Zeit für die. Dann lass mal sehen. Ein Doppelrundumschlag. Ich weiß nicht, wieso Venil absichtlich mit die Wall anfängt gegen die. Wieso? Möchte ich gern wissen. Tja, steht nirgends. Oder vielleicht, weil er Schwächen hat gegen Blitz und Erde. Ach, wisst ihr was? Wir machen das ganz anders. Ich brauche noch einmal Adblitz. Effekt. Und ich sorge für die Negativzustände. Zum Glück hat es gesessen. Boah, das dauert ziemlich lang. Ja, 5 Sterne wäre das ganz bestimmt nicht so. Ihr könnt eigentlich nur hoffen, dass sie die bekommt. Aber garantieren? Nee. Wieder nur 3. Analog-Schaltkreis. Von denen kriegt ihr ziemlich gute mechanische Komponente. So, das nächste. Da will die Mission das wieder hingehen, aber das werden wir ganz bestimmt nicht machen. So, ihr kennt mich ja schon so. Hier gibt es neue Gegner, und zwar diese Elektro. Das sind wieder Selbstmörder. Aber halt. Elektronen. Ach, ihr seht ja schon, die greifen mit Blitzattacken an. Aber ich glaube, ein Selbstmord. Ach, die greifen mit Eis an. Ist nicht so wild. Der andere hat es fast geschafft, sich vollkommen zu heilen. Boah, der andere jagt sich in die Luft. Los, alle raufkloppen. Ja, jetzt hat man das gesehen, dass diese Stacheln auf seinem Körper noch da geblieben sind. Ah, 49 Punkte zu wenig. Das liegt daran, dass er schon die 100% erreicht hat. Wenn er kurz davor noch wieder, wenn kurz davor noch seine Lebenspunkte wieder sinken, dann wird das aufgehalten. Okay, für diese Kombination werde ich. Oh, ich muss erstmal die Kleine hier loswerden. Die anderen sind nicht so schlimm. Boah, die Doppelattacke war gut. mit einem Schlag. Oh, eine andere mutiert. Sterb doch jetzt! Ich muss mit der Rache-Kampagne weitermachen. Na los, na los, na los, na los! Explodieren, nee, nee, nee. Oh, meine Lebenspunkte sind. Heil! Oh, Mann, das war knapp. Heil? Oh, das war sehr knapp. Das war sowas von knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe.
Aufwertung. Oh, der fängt an, sich zu boosten. Ja, wenn sie danach anfangen, sich zu boosten, kommt das Problem, dass die, glaube ich, mit stärkeren Angriffen euch bekämpfen. Ich wünschte, ich wüsste, wo es lang geht. Ja, dazu bin ich da. Richtige Paradigma, kein Problem. Na los, kommt der. Also so eine Attacke will ich auch gerne haben, wo ich 8000 Lebenspunkte bekomme mit einem Schlag. Ah, ich glaube, mit der Rache-Kampagne wäre es schlauer. Sie hat ihn zu Tode verflucht. Nein, 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 du verwandelst dich kein Stück. Aber der andere, wie es aussieht. Wer ist denn? Ex-Eis haben wir bekommen von Sass. Das heißt, die Explosion wird uns auch nicht mehr so viel abziehen. Nö. Zack, zack, tot. Bomberasche. Boah, ganz schöner Haufen. Rache-Kampagne. Weiß nicht mehr, was für ein Gegner dahinter steckt, aber bestimmt kein schwerer Gegner. So, besser nur mit dem Rundumschlag anzugreifen. Auch wenn ich jetzt 5 ATB-Balken habe. Das sorgt für den meisten Damage. Ja, sehr schön. Und den letzten bitte auch einmal. Ich glaube, hinter dieser Tür befindet sich wieder so ein Goliath oder wie der Typ. Der sieht aus wie so ein Goliath aus StarCraft. Aber so ähnlich. Oder so halt dieser Boar-Typ, den wir damals auf dieser Müllhalde gefunden haben. Was gut gegen den ist. Wir werden jetzt ganz andere Paradigmen hier machen. Und zwar den Doppel-Augmentor mit Heiler. Nee, Doppel-Augmentor mit Manipulator. Den Dreifach-Manipulator. Und den hier und das Sturmkommando. Eiserne Kaskade ist auch gut. Ich fange hier mit an. Nein, ich fange nicht damit an. Das ist immer so verlockend. Mit welchem soll man anfangen? Also ich habe die unnötig, ich habe unnötig diese Paradigmen kaputt gemacht. Egal. Blackout, Blackout, hallo? Ich fange damit an. Und dann wechsle ich hier rauf. Nein, wieso mache ich das? Trottel. So ein Trottel. Ja, wir fangen damit an mit der intensiven Drangsal. Und ja, auf der Karte konnte man das sehen, da oben befand sich so eine Sith-Statue. Nette Musik dazu. Der ist auch gut schwer. Falls ihr keinen Protest habt. Macht er ziemlich guten Schaden und das ist doppelt. Aber er hat schon die wichtigsten Negativzustände auf sich. Ich habe völlig meine Stärkungsallianz vergessen. Wow! Ja, ich habe meine Stärkungsallianz vergessen. Mein Fehler. Na los, den töten wir noch. Wie es aussieht. Oh, was? Ich habe das völlig vergessen. Ich habe was völlig vergessen. Oh, hinter mir sind die neu respawned. Na, wo ist das? Ja, sie hat noch immer diese Dinger. Für diesen Kampf holt Hope wieder rein.
Aber lass Cess drin. Wieso? Ich werde jetzt nur die Paradigmen machen, die wir brauchen. Gegen ihn. Manipulator. Augmentor, Augmentor. Und Manipulator. Augmentor, Manipulator. Weil Cess hat die Protest und die Wall. Das wird uns helfen, falls ich das nicht schaffe, im ersten Haufen das reinzuschmeißen. Jetzt brauche ich nur ein paar Heiler. Paradigmen. Brecher. Augmentor. Heiler. Und Brecher. Heiler. Fairer. So, mit welchem fangen wir an? Mit dem hier oben. Weil Protest ist ein Muss. Moment mal. Hä? Es stimmt doch was nicht. Stimmt, Cess ist kein Heiler. Jetzt fällt mir das auf. Egal, müssen wir das so versuchen. Wow. Na los, noch einmal. Er gibt den Falschen das. Nein! Wenn er jetzt eine Stampfattacke macht, bin ich tot. Ich brauche mehr Heilung. Noch mehr Positivzustände. Oh, ich hatte es gerade bekommen. Der ist nicht so schwer und der Stuhl soll aufhören zu quietschen. Der ist leicht. Wieso mache ich es immer so schwerer, als es sein soll? Ich besitze kein Mega-Vita mit Fang, oder? Meta-Fertigkeit. Nee. Na dann. Müssen wir es so schaffen. Wo habe ich 20.000 Punkte? Die muss ich gleich verbrauchen. Breche natürlich. Ja. Zack. Zack. Ah, schade. So, alles in seinen Heiler rein. Der kriegt nirgendwo Lebenspunkte, wenn man nach links guckt. Nur Magie und Angriffskraft. Vidra, da hast du es endlich. Und Cess. Cess. Fairer. Beine ist auch nicht mehr so wichtig, was hier auflevelt. Aber da ich den Verheerer bei ihm schon begonnen habe, dann lass uns. Machen wir ihm den Verheerer. Besitzt der Feuiger. Ja. Ich habe das richtige Paradigma. Ich brauche nur Protest auf mich und muss mich heilen. Das Blöde ist, Hope der Trottel gibt Cess zuerst. Komm schon, noch mehr. Oh, okay, er ist wieder tot. Oh, ich kann ihn unterbrechen. Noch mehr ein. Dampfreinigung. Das könnt ihr dazu nutzen, um seinen Serienbonus zu steigern. Oder besser, noch mehr Positivzustände auf euch zu hauen. Na los. Mein Gott, Hope, du bist so lächerlich. Gib mir verdammt nochmal Protest. Oh. Alle haben überlebt. Ich kann ihn unterbrechen. Nochmal Dampfreinigung. Das kann man nur zum. Das ist ein Vorteil. Na los. Also, ich kriege keine Positivzustände mehr. Das heißt, lieber nochmals heilen.
So, das ist nicht mehr so schlimm. Wir haben alle genug Positivzustände. Und Hope braucht uns jetzt erstmal nur zu heilen. Aber wir benutzen die gammlichsten Heilfähigkeiten. Also sind wir gezwungen, weiter anzugreifen. Eiserne Kaskade. Wir brauchen ein paar Negativzustände. Wow! Weil da geht er manchmal dann in die Dampfreinigung und habt ihr wieder Zeit, euch ein bisschen von den Schlägen zu erholen. Ich bin im falschen Paradigma. Wieso merke ich das so spät? Na los, Dampfreinigung, darauf habe ich gewartet. Du wirst in den Schockzustand gehen. Ja, egal. Sehr schön, er hat aber gerade seine Dampfreinigung noch geschafft. Ja, jetzt kriegt er neue Negativzustände. Und wird mit dem Blitzschlag endlich behandelt. Nein, nein, nein! Schmeiß den gefälligst hoch! Dreimal schlagen, damit er endlich in die Luft geht. Beim Aufprall keine Sorge, er kann euch nicht verletzen. Der hat eine Menge Lebenspunkte. Na, ich hat 1,6 Millionen. Lieber einmal heilen. Ich glaube, der Juggernaut ist die letzte Stufe von dieser Art von Gegner. Oh, komm schon, den Shock Impact, den kriege ich doch. Na los! Ah, der hat zu viel aufgehört. Ich brauche wieder neue Positivzustände. Er wird höchstwahrscheinlich die Dampfreinigung wieder einsetzen. Ja. Und das müsst ihr sofort nutzen, um seinen Serienbonus zu steigern. Auch wenn ihr jetzt, wenn man da wirklich verliert, einige Positivzustände. Das ist nicht so wild. Er wird ziemlich oft die Dampfreinigung benutzen, wenn er Negativzustände auf sich hat. Sofort heilen. Ein bisschen angreifen. Das hier. Und stampft er. Ja. Platsch. Wow. Und noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und da benutzt er wieder die Dampfreinigung. Immer. Das ist eure kleine Hilfe. Anders ist es ein bisschen schwer, ihn zu besiegen. Dazu müsst ihr dann noch stärker sein. Und dann kommt wieder dieses ganze Gerede mit dem Kristallpunkte-Farm. 8 Positivzustände. Er macht keinen Schaden mehr bei uns. Einmal kurz heilen. Eiserne Kaskade, da er schon in der Luft ist. Die Wall alles auf ihn schmeißen. Und weiter angreifen. Geht! Der will nicht hoch, der will nicht hoch! Fang kriegt ihn nicht nach oben! Der ist zu schwer, glaube ich. Der will nicht. Endlich! 20 mal raufhauen. Shock Impact. Ihr habt nichts verpasst. Das war nur das schwarze Bild. Na, wann ist das passiert? Okay, seid ihr fertig? Weiter geht's. Die Frage müsste das eigentlich heißen, ob ich fertig bin. Nein! Die dreckige Feuer. Diese Feuerflammenfaust. Lieber zwei Manipulatoren haben. Noch mehr Negativzustände. Uiui. Ja, das ist genug. Er wird gleich die Dampfreinigung wieder einsetzen. Na los. Und da. Aber ich heile mich lieber noch eine Runde. Auch wenn er. So, jetzt das hier. Und Serienbonus, ganz wichtig. Ich weiß, dass ich mir jetzt wieder, dass ich Courage verloren habe, aber es ist dennoch wichtiger, dass er die Negativzustände wieder bekommt. Weil er danach wieder
Dampfreinigung einsetzt. Na los. Grüne Front einmal kurz. Oh Mann, da verliert einer gerade Haste. Nein, 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 nein. Boah, der hat das überlebt. Das heißt, ich brauche ihn nicht heilen. Aber der hat das ziemlich gut überlebt, beziehungsweise. Ich brauche unbedingt Haste, obwohl er nur noch diesen kleinen Krümel hat. Los. Und er ist tot. Schmeiß ihn hoch. 13.000 und ihr seht, da geht ein Krümel weg. Und stirb. Geht doch.